Dann erstmal herzlich willkommen und ein herzliches Hallo an alle Gäste, an alle Sponsoren, Fans, je nachdem, was ihr gerade seid, was sie gerade sind. Wir wollen Ihnen, euch heute erstmal die Ziele, den Aufbau, das Vector Racing Team 2012 vorstellen. Dazu freuen wir uns natürlich auch über das herrliche Ambiente hier, freuen uns natürlich, dass wir fast komplett da sind, fast. Warum? Eben nur fast, das erkläre ich dann später nochmal. Ich würde sagen, erzähl uns einfach, was habt ihr vor mit beiden Teams und ich übergebe dir das Mikro. Dankeschön. Danke erstmal an alle Gäste und Freunde und Sponsoren, die heute hier sind. Wir bedanken uns recht herzlich. So, vor einem Jahr, ja, diese Veranstaltung wird langsam auch Tradition. Zu einer Tradition. Vor einem Jahr saßen wir hier und haben auch darüber gesprochen, was wir vorhaben. 2011 rechts von mir saß jetzt amtierende deutsche Meister, der damals ganz skeptisch zugehört hat, wo ich gesagt habe, ja, wir haben eigentlich geplant, Meistertitel zu bekommen. Jetzt haben wir das und dieses Jahr, das haben wir auch dem Team zu bedanken. Das Team hat um sich Thomas Kubiak gebildet, der ist heute hier im Saal. Der hat das Motorrad von amtierenden deutschen Meister gebaut. Thomas Kubiak. Ja. Das Team bleibt auch bestehen. Der Thomas Kubiak macht weiter mit uns zusammen und kümmert sich auch dieses Jahr, dass unsere Motorräder schnell genug sind und konkurrenzfähig. Der Mechaniker von Meister, der Sven Nikella, ist heute auch hier. Sven, bitte zeige sich. Der macht auch glücklicherweise weiter mit. Und somit ist die Grundstruktur für Team Vector KM besteht weiter. Wir haben neue Piloten in unser Team zu begrüßen. Das ist der Jaroslav Černý aus Slowakei. Martin Durdik aus Slowakei. Martin Durdik fährt R6 Cup im Team Vector Billy KM Racing und Jaroslav Černý fährt dann Supersport IDM. Und mit Jaroslav Černý hoffen wir alle, Thomas Kubiak, ich und das ganze Team, hoffen wir auch, ja, sehr gute Resultate zu erzielen und das zu verteidigen, was wir letztes Jahr erreicht haben. Die beiden Piloten kommen aus dem Team Bille Racing. Der Manager von Team Bille Racing, Milan Glockner, ist auch heute mit dabei. Ja, so sieht das altbestehende, neu umstrukturierte Team aus. Dazu kommt dieses Jahr auch andere Abteilung vom Vector Racing Team. Das ist neu gegründetes Team Vector 24/7 GP Team unter Führung von Michael Ferger. Michael Ferger ist sehr erfahrener Renningenieur und ist mit dem Jesko Raffin letztes Jahr deutscher Meister in Serie R6 Cup geworden. Also viel Erfahrung bringt der junge Mann mit sich ins Team und wir hoffen, dass unsere beiden Teams um sehr gutes Resultat auch dieses Jahr arbeiten können. Wir als deutscher Meisterteam in Klasse Supersport und Michael Ferger R6 Cup. Ja, somit freue ich mich, dass ihr alle da seid. So sind die Pläne. Wir haben im Team 24/7 GP ein alter Pilot, also ein Pilot aus dem letzten Jahr. Das ist der mein Partner, mein Geschäftspartner und Mitinhaber vom Vector Racing Team, Evgeny Sokolowski. Dieses Jahr steigt er auf in Sachen Rennsport und fährt IDM Supersport. Wir haben ihn für ganze Saison angemeldet. Das ist ein großer Schritt für Eugen, weil sozusagen der hat sich sehr stark entwickelt letztes Jahr und dieser Schritt war gar nicht so selbstverständlich. Vor einem Jahr, wo er zum ersten Mal Deutsche Meisterschaft der R6 Cup gefahren ist. Ja, und dann sind zwei junge, sehr, sehr talentierte Piloten bei uns im Team.
Das ist der Thomas Heldobler. Der Thomas ist euch bestimmt sehr bekannt von über seine Berichte in verschiedenen Medien. Der hat ganz viele Bikes getestet, hat viel Erfahrung, ist auch KTM-Serie gefahren. Aber das erzählt der Thomas bestimmt selber. Irgendwann muss ich Mikrofon auch weitergeben. So, und Konstantin Pisarev aus Kiew. Konstantin Pisarev ist heute leider nicht da, weil war nicht so einfach zu organisieren, dass er aus Kiew kommt, weil nächste Woche haben wir schon die Tests am Lausitzring und Oschersleben und das alles in einem zu verbinden, hat leider nicht, war leider nicht möglich. Aber wie gesagt, wir sind auch sehr froh, ihn im Team zu begrüßen. Konstantin Pisarev, der ist ukrainischer Meister in Klasse Supersport. Und ja, so hoffen wir, dass unser Team für diese Saison gut gebildet ist. Ich muss im Saal Leute ansprechen. Also wir haben im Team 24/7GP einen Suspension-Mann. Das ist der Dave Stutte. Freuen wir uns sehr, dass wir auch in diesem Bereich abgedeckt sind. Dann sind Mechaniker von Eugen, Thomas und Konstantin. Das ist der Christian Herzog. Michael Herold und Sven Tronka. Ja. Multitalent. Muss ja viele, viele Positionen bedecken. Ja, vielen Dank nochmal und ich gebe Mikrofon zurück an Achim Strauß, unser Mann für alle, für ganze Pressearbeit, Kommunikation mit Presse, Videos, Fotos und einfach um alles, was so kreativ im Team geschehen soll. Dann habe ich vergessen, meine Frau Ksenia Dobrotworska hier zu erwähnen. Sie ist für Print und Internet und für ganze kreative Arbeit zuständig. Mit Applaus. Sie muss auch oft unter großem Druck Tag und Nacht arbeiten und schöne Sachen noch rechtzeitig fertig zu bekommen. So wie Wendedesign, Teampräsentation, Print und Internetseite. Also ich hoffe, ich habe hier niemanden vergessen. Ansonsten werde ich nochmal ansprechen. Dankeschön. Ja, also André hat es ja gerade schon gesagt, Konstantin Pisarev heute nicht hier. Wir wollen ihm ja keine Pilotenausbildung, also zumindest nicht fürs Flugzeug, zumuten, sondern er soll ja Motorrad fahren. Also er wäre ja mehr im Flugzeug gewesen, wenn er heute auch noch hier gewesen wäre, als auf dem Motorrad. Von daher sehen wir ihn dann nächste Woche wieder, denn da stehen ja schon die Testfahrten an. Und damit würde ich sagen, kleine Fragerunde an die Fahrer. Ich würde sagen, wir fangen an mit Jaroslav Czerny. Letztes Jahr schon IDM Supersport gefahren und ganz ehrlich, ich muss sagen, im Training sensationell. Also im Training war das immer eine richtig starke Leistung. Häufig, also fast immer unter den oder in den ersten drei Startreihen gewesen. Im Rennen ist das Ganze, denke ich, noch ein bisschen verbesserungsfähig. Zuerst muss ich grüße alle hier. Ich freue mich für diese Chance, welche ich bekomme von Vector. Jetzt habe ich viele, viele, viele gute Leute bei mir und ich hoffe für eine wirklich gute Saison. Deshalb, diese Saison wurde ein bisschen schwer, aber ich hoffe für gute Ergebnisse. Muss ich danke alle Leute, welche helfen mir, für alle Sponsoren und auch für alle Leute, welche sitzen hier bei mir. Und ich muss warten für das erste Rennen und weiß ich nicht noch. Mein Ziel für diese Saison ist nur in meinem Kopf. Und nach letztem Rennen kann ich sagen, als bin ich zufrieden oder nicht. Also kriegen wir jetzt von dir auch nicht raus, was das Ziel ist. André hat gesagt, wir wollen das, was wir uns letztes Jahr geschaffen haben, dieses Jahr irgendwie verteidigen. Also das ist ja schon mal eine Aussage, die es eigentlich in sich hat. Aber von dir werden wir es nicht hören. Jetzt vor erstem Rennen ist alles sehr schwer etwas sagen. Ja. Wir müssen warten und dann. Okay, also ganz einfach mal nach dem ersten Rennen nochmal nachfragen. Dann
wissen wir ja vielleicht ein bisschen mehr. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in den Yamaha 6 Dunlop Cup rein. Da sind es ja traditionell richtig viele Starter. Also im letzten Jahr hat man, glaube ich, über 40 Starter gehabt. Ein richtig schweres Feld. Der Micha kann davon ein Lied singen. Ist ja mit Jesko Raffin im letzten Jahr Meister geworden. Oder ja, den Yamaha 6 Dunlop Cup gewonnen. Martin Dordig, neu im Team. Also ich bitte einfach mal irgendeinen von euch beiden ein bisschen zu übersetzen, weil mit der Sprache hapert es bei mir ein bisschen. Von daher, ja, die Ziele für dich, was hast du im letzten Jahr gemacht, das wollen wir natürlich als allererstes wissen, aber dann auch die Ziele im R6 Cup in Deutschland. Der Martin Dordig war letztes Jahr in Alpe Adria Cup so gesehen tätig. Ja, war Vizemeister von der slowakischen Meisterschaft und dieses Jahr, ja, probieren wir das Beste, was geht in der R6 Cup. So gesehen im Kurzen. Wir stellen als Team so gesehen keine offenen Ziele irgendwie. Letztes Jahr, bei Jaro, haben wir viele technische Probleme gehabt. Und dieses Jahr hoffen wir, dass Zeit er mehr und Martin auch. Okay, also das stimmt uns hoffnungsvoll und ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Allerschlechteste. Am Anfang ein bisschen zurückhaltend sein, weil am Ende, ja, weiß man ja nie, wie es wird, wie es alles kommt. Und nicht, dass man das dann im Nachhinein aufs Butterbrot geschmiert bekommt. Gut, dann würde ich erstmal noch eine Frage hier loswerden wollen. Wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit zwischen den bestehenden Teams? Also letzten Endes Vector Racing und auf der anderen Seite Billy Racing. Das war aufgrund, so gesehen, unserer vielen technischen Probleme in letzter Saison. Und so gesehen waren wir oft quasi zusammen. Und zu Ende der Saison ist dieses Projekt zustande gekommen und wir hoffen, dass das gut funktioniert. Und wie gesagt, wie auch du gesagt hast, Trainingzeiten waren immer gut. Und wie gesagt, wir sind von 16 Rennen 8 nicht ins Ziel gekommen letztes Jahr. Davon 7 wegen technischer Probleme. Und das war ja schwere und saubere Saison, aber wir gehen weiter. Gut, also ich glaube, da habt ihr jetzt auch einen sehr, sehr zuverlässigen Partner gefunden, denn im letzten Jahr gab es ja eigentlich keinen Ausfall. Ja, also ich glaube. Ja, gut. Ja, in Schleiz. Da gab es natürlich den Sturz in der ersten Kurve. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Das war ein kleiner Schönheitsfehler. Ansonsten, ja, lief das ja richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, André, wenn dir noch was eingefallen ist, ansonsten haken wir jetzt erstmal das Kapitel Vector Billy KM Racing Team ab und gehen mal zum Team Nummer 2 sozusagen. Und da würde ich als allererstes mal den Michael Ferger bitten, mal ein bisschen was zu seiner Funktion überhaupt im Team zu erzählen und vielleicht auch gleich an dich die gleiche Frage, wie ich gerade an Milan gestellt habe. Wie kam es dazu, also dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist? Ja, zustande ist es ganz einfach gekommen. Der André und Eugen sind auf mich zugekommen, nachdem ich mit Jesko Raffin den R6 Cup gewonnen hatte. Und zu den Zielen mit Thomas und Kostja immer die Punkte fahren. Für mehr, alles andere, ja, schauen wir mal. Aber definitiv immer die Punkte fahren, das ist erstmal das wichtigste Ziel. Okay, du hast in Frankreich beim ersten gemeinsamen Test sozusagen, wo das komplette Team erstmal zusammengekommen ist, alle Fahrer mit dabei waren, hast du gesagt, es funktioniert richtig gut, die Zusammenarbeit. Jetzt müssen wir halt sehen, wie es auf der Rennstrecke dann abläuft. Aber vom Motorrad her bist du der Meinung, sind das absolute Top-Motorräder? Vom Motorrad her gibt es keine Ausrede. Also weder bei Kostja noch bei Thomas. Beide Motorräder sind zu 100% gleich aufgebaut. Der Thomas macht die Motoren für uns, auch im zweiten Team. Und auch von daher, von der Leistung von den Motoren, mache ich mir keine Sorge. Die Jungs müssen einfach zeigen, was sie drauf haben auf der Strecke. So, jetzt wollen wir die Jungs, einen können wir ja eigentlich noch unter Druck setzen. Wen siehst du vorne? Das als letzte Frage, also zwischen den beiden? Ich denke, zwischen den beiden wird es auch, der Thomas kennt die Strecke natürlich besser in Deutschland wie der Kostja, aber vom Niveau her vermute ich mal, dass sie ziemlich gleich sind.
Also auch da wird es schon im Team Rennen geben. Okay, also danke, Michael Ferger. Und ich würde sagen, machen wir gleich den nächsten in der Reihe, nämlich Thomas Helldobler. Auch an dich gleich mal die Frage vorne weggeschossen. Du siehst dich natürlich vorne im Team im internen Duell. In Frankreich durftest du allerdings das Abendessen bezahlen. Im ersten Schlagabtausch. Ja, in Nogaro beim ersten Rennen, als es ums Abendessen ging, habe ich leider den Kürzeren gezogen und durfte das Abendessen fürs gesamte Team bezahlen. In Po, die Strecke, die mir besser lag, die ich auch eher mit den Strecken in Deutschland vergleiche, was die Streckenkenntnis angeht, ging es dann für mich besser aus. Ja, mal sehen, wie es in den Strecken auf Deutschland in Deutschland geht. Aber wir haben es vorhin schon mal gehört, viele werden dich kennen, vor allem durch deine Testberichte. Viele Motorräder getestet, jetzt hast du die Yamaha, die Supersport Yamaha getestet, sozusagen. Dein Fazit als erfahrener Tester? Tja, also wie Micha schon sagt, also an dem Motorrad gibt es eigentlich gar nichts auszusetzen. Ich bin mal gespannt auf den Rennmotor, wie es dann mit dem wirklich wird. Ich bin 2009 in meiner ersten Saison bin ich R6 Cup gefahren, von daher das Motorrad war mir bekannt. Wobei das Motorrad aus dem R6 Cup mit dem IDM-Motorrad nichts gemeinsam hat. Also das IDM-Motorrad, was mir jetzt hier vom Team hingestellt wird, das ist schon unglaublich gut und ich freue mich drauf. Du hast allerdings, also das muss ich auch ehrlich sagen, ganz persönlich finde ich das Ganze bemerkenswert. Ich glaube, wir hatten uns das allererste Mal so richtig getroffen letztes Jahr in Frohburg bei einem sozusagen Einladungsrennen auf einer Straße, also wirklich einer richtigen Straße, das ist keine richtige Rennstrecke. Da saßt du zum allerersten Mal wieder, nach deiner Zeit auf der KTM RC8, auf einem 600er Motorrad und bist gleich mal auf Anhieb letzten Endes aufs Podium gefahren. Auch wenn es nur ein Einladungsrennen war, die Konkurrenz vielleicht nicht überragend war, aber das ging relativ schnell und gut von der Hand. Die Umgewöhnung jetzt nach dem Test in Frankreich und nach Spanien scheint dir auch ganz gut gelungen zu sein. Ja, also in Frohburg hatte ich noch etwas Probleme. Gut, die Strecke, eine reine Straßenrennstrecke, war etwas gewöhnungsbedürftig. Dazu hat das neue Motorrad wieder, nachdem ich vorher auf der RC8 mit viel mehr Hubraum saß und viel mehr Leistung, war etwas ungewohnt. Spanien lief auch so mittelmäßig mit dem Team jetzt in Frankreich, das lief wirklich gut. Und ja, ich denke, jetzt ist die Umgewöhnung hat stattgefunden, alles wäre gut. Umgewöhnung abgeschlossen. Ja. Gut. Dann, ja, Ziel, Michael hat es ja schon gesagt, konstant in die Punkte fahren, dann mach mal, würde ich ganz einfach mal sagen. Konstantin Pisarev, wie gesagt, heute nicht hier, aber er, wir haben es ja vorhin schon mal gehört, ist ukrainischer Meister in den letzten 3 Jahren gewesen, wenn ich richtig liege, genau. Und er hat ja im letzten Jahr schon immer mal wieder in der IDM gezeigt, dass er durchaus ein sehr, sehr schneller Mann sein kann, musste natürlich... Ja, der Konstantin Pisarev hat auch einen WM-Lauf in Brünn letztes Jahr gefahren und war im Zeittraining, glaube ich, 19. Und Portimao. Und hat gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also wir hoffen schon mit Konstantin, wenn wir konsequent mit ihm arbeiten, dass er gute Resultate zeigt. Genau, und ich wollte ja auch gerade noch sagen, also er hat ja schon immer mal gezeigt, dass er ein richtig schneller sein kann. Und man muss ihm natürlich im letzten Jahr zugutehalten, dass er die ganzen deutschen Strecken noch nicht so wirklich richtig in- und auswendig kennt. Das sollte in diesem Jahr besser sein. Und daher wird das, denke ich, schon ein spannender Kampf zwischen Thomas und Kostja. Eugen, du fällst da so ein bisschen raus, möchte ich mal sagen. Also bei dir hat man den Anschein, du fährst eigentlich, weil es dir Spaß macht, aber trotzdem mit diesem nötigen Ehrgeiz. Das hat, glaube ich, auch dein kleiner heftiger Sturz in Frankreich gezeigt. Also du willst schon schnell mit dabei sein, aber für dich steht in erster Linie mehr oder weniger der Spaß im Vordergrund? Ja, für mich, sage ich so, fahre ich mehr für Spaß. Dieses Jahr will ich mehr wie Tiefschirmchef arbeiten, mehr als Fahrer, wie war im letzten Jahr. Weil im letzten Jahr habe ich 17 Rennen gefahren, war zu viel für mich. Ich habe nicht zu viel Erfahrung. Und dieses Jahr will ich fahren, nur die Strecke, was gefällt mir besser. Und natürlich sehr gefällt mir Rennveranstaltung bei WM, 2 Länder Cup,
das ist Jagdnisch-Motorsport-Veranstaltung. Er macht im Rahmen WM in Misano im 6. Juni und in Moskau 26. August. Das heißt zwar Ländercup, Italiener gegen russische Fahrer. Italienische Fahrer gegen russische Fahrer. Die letzte Jahr war 33 Fahrer auf dem Start und 11 aus Russland, 11 Fahrer aus Russland und 19 Fahrer aus. Was? drei Feld, ja. Und der Rest war aus Italien. Ja. Und ITM Supersport natürlich sehr stark für mich. Und mein Ziel: Spaß bekommen und keinen Sturz haben. Ja, also der Eugen, der ist eigentlich auch Teamchef. Ja, der ist zwar letztes Jahr 17 Rennen gefahren, das hat aber Auswirkungen auf Teamstruktur gehabt. Und dieses Jahr möchten wir anders machen. Also Eugen wird sich mehr für Organisation einsetzen, für die Abläufe und seine eigentliche Arbeit erledigen, unsere Teamstruktur aufbauen, weil wir haben, das Team hat sich verdoppelt, wir haben jetzt mehr Arbeit, mehr Organisation. Und dadurch, dass der Konstantin Pisev jetzt im Team ist, das ist der jüngere Bruder von einem Freund von Eugen, und da hat er so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Ehrgeiz, diesen jungen Mann aufzubauen, auch als Trainer. Weil der Konstantin, der braucht ein bisschen, der muss ein bisschen als Sportler trainiert werden. Das macht der Eugen, das kann er gut, er ist professioneller Boxer, kennt sich mit Medizin, mit Disziplin gut aus. Und das muss er bei Konstantin dieses Jahr umsetzen. Und ja, wenn es darum geht, eher fürs Team zu arbeiten oder selber zu fahren, ich denke, Eugen hat diese Wahl dieses Jahr getroffen. Und er wird dann nur die Strecken fahren, die ihm richtig Spaß machen. Und die nicht mit dem Team irgendwie in die Quere kommen, mit Teamzielen. Und wie er schon gesagt hat, wir haben geplant, mindestens dieses Jahr, auch mindestens einen WM-Lauf. Für Jaroslav Czerny und für Konstantin Pisev, das ist in Moskau, da kriegen wir Wildcard. Und da machen wir große Hoffnungen auf diesen Lauf. Das ist eine neue Strecke, die kennt noch keiner, und da darf man vorher nicht trainieren. Also am Dienstag vor dem WM-Lauf wird die Strecke wird zum ersten Mal betreten von irgendwelchen Piloten. Und da haben die Piloten so mehr gleiche Chancen, und dadurch hoffen wir auch, dass die Erfahrung von anderen WM-Teams nicht so groß ausgespielt werden kann uns gegenüber. So, und dann diese Zweiländerpokal, natürlich sehr schöne Sache, das machen wir auf jeden Fall mit, und da fährt auch der Eugen, weil halt sehr schön organisiert vom Herr Jachnitsch, und ja, das machen wir mit. Gut. Und ich wollte noch was sagen, einen Mann habe ich vergessen zu erwähnen, der steht hinten, unser Seele des Teams, Older, LKW-Fahrer. Und, also, ich weiß nicht, wie diese Position sich nennt, aber ohne Older hätten wir uns verhungert. Da hätten wir keinen Plan gehabt und nichts. Also ist halt unser Hausmeister und gute Seele, Older. Wir freuen uns, dass du bei uns im Team bist. Ja, dann war das eigentlich schon sozusagen der offizielle Teil, zumindest von unserer Seite. Also wenn jetzt noch irgendjemand Fragen hat, irgendwas wissen will, egal von wem, außer von mir, weil ich habe sowieso nichts zu sagen, also einfach nur die vier Herren neben mir, rechts neben mir, und die drei Herren links neben mir, wenn da irgendwelche Fragen bestehen, dann einfach Bescheid sagen, am besten durch Handzeichen. Ja, Moment, Sie kriegen das Mikrofon. Okay, aber die ist so kurz. Hallo. Hallo, Grüße miteinander. Könnten wir mal das Alter der jeweiligen Fahrer erfahren? Das fände ich auch noch ganz interessant. Dürfen wir das Alter erfahren? Ja. Im April werde ich 24. Okay. Weiter. Ich bin noch 24 auch. Okay. 23. Okay, und der Konstantin? Konstantin, 23.
Haben wir denn alle Alters? Sie folgen. Ihr folgen, genau. Die Konstantin wird 25. 25. Ja. Und der Eugen? Eugen 33. Okay. Dankeschön. Und viel Glück. Ich würde gerne nochmal nachhaken. Habt ihr wirklich keine Ziele oder, also, oder seid ihr so frei, dass ihr sagt, da ja, schauen wir mal, dann werden wir schon sehen? Oder so insgeheim werdet ihr doch im Hinterkopf haben, naja, unter die ersten 10 am Jahresende oder aufs Podium oder zumindest so eine Tendenz, wo es hingehen soll. Also ich antworte mal einfach nur für mich selbst. Also ich kann es schlecht einschätzen, da ich die letzten Jahre zuvor halt nicht auf einer 600er saß, kann ich einfach schwierig einschätzen, wo ich da in dem starken Feld von der IDM rumfahren werde. Gut, Michael hat die Zielsetzung quasi für mich ja, dass ich da immer in die Punkte fahre, also immer Top 15. Hoffe ich auch. Ich hoffe allerdings, wenn ich ehrlich bin, auch auf den Strecken, die mir wirklich liegen, Schleiz, Oschersleben, Nürburgring, dass ich da auch weiter noch nach vorne fahren werde. Ob es am Ende funktioniert, weiß ich nicht, wird man sehen, aber ich kann in meinem ersten Jahr, ohne auch die Gegner zu kennen, nicht genau sagen, was ich vorhabe. Okay, ja gut, das ist schon mal eine Ausnahme. Wie sieht es bei dir aus, Eugen? Ich habe gesagt, das ist für mich schwer zu sagen. Zum Punktefahren bei IDM Supersport, das ist für mich unglaublich. Das reicht, wenn bekomme ich Differenz 4 Sekunden von Leader, von erster Fahrer, wenn bekomme ich Differenz 4 Sekunden, das ist schon Ziel für mich. Das ist auch schon meine Hausnummer. Okay. Für mich war das letzte Jahr Maximum 5. Platz. Und das ist wenig für dieses Jahr. Und ich hoffe für etwas besser. Alles klar, okay. Verfolgt man eure Rennaktivität bei euch zu Hause, in euren Heimatländern? Ist das bekannt, was ihr hier macht? Drückt man euch die Daumen? Frage zu mir? Ja, zum Beispiel. Ja. Also, im Moment gibt es so zwei Teams in Russland, die überhaupt Ansehen sorgen. Das ist Team Jagdnisch Motorsport. Die veranstalten jetzt diese WM und laufen in Moskau und bezahlen das komplett. Und zweites Team ist Vector Racing Team. Also wir waren vor Jagdnisch noch da und wir waren eigentlich erstes professionelles Rennteam in Russland überhaupt. Über uns wird immer berichtet, geschrieben, also wir sind immer da und waren nie verschwunden. Trotzdem, dass wir, sage ich mal, schlechte Erfolge bei MotoGP 250 mit Leonov und Moto2 mit Leonov, dass wir hinten mit dabei waren, da waren eher negative Berichte, aber trotzdem, die waren da. Also man verfolgt uns und sagt, ja, verschwindet da, was habt ihr da verloren? Aber das waren ganz viele, also man kennt uns. Ja, so ist das. In Russland ist das so, entweder vorne oder ihr sollt da verschwinden. Das ist wie Eishockey, entweder sollt ihr gewinnen oder nach Hause fahren. Und so war das bei uns, aber man kennt uns trotzdem und ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet, ja, man kennt uns. Also wir sind Top-Team für russisches Niveau. Okay, danke. Und jeder russische Pilot träumt davon, bei uns mitzufahren. Nur halt, das ist die Frage, wie das finanziert werden kann. Ist Motorsport und Motorradsport in Russland sehr beliebt? Wird langsam beliebter. Also in Russland ist High Speedway und Motocross sehr entwickelt, weil es gibt kaum Asphalt in Russland. Nur Großstädte und da sind viel Polizei, die lassen einfach nicht zu, dass zu schnell gefahren wird. Deswegen die erste russische Strecke, große Strecke, wird jetzt erst gebaut. Das ist in Moskau, 70 Kilometer südlich von Moskau und da wird jetzt dieser WM-Lauf ausgetragen. Und wir hoffen, dass ab dann es in Russland boomt, dass man endlich mal die Möglichkeit bekommt, auf einer WM- oder GP-Strecke Kräfte zu messen. Bis jetzt gibt es nur einen alten Flughafen in Moskau und da kann man fahren eine 3 Kilometer lange Strecke, also eher Hobbystrecke. In Russland und deswegen ist dieser Rennsport gar nicht entwickelt im Moment. Und wie gesagt, alle, die Rennsport professionell machen möchten, müssen entweder zu Jagdnisch oder zu Vector. Danke. Ist nicht vergessen, aber du hast gerade gesagt, es ist für alle russischen Fahrer ein Traum, bei Vector Racing zu fahren. Also unter anderem entweder bei Vector Racing oder eben bei dem anderen Team, aber jetzt
gucke ich mich hier um. Es sind jetzt nicht allzu viele. Warum? Weil es gibt auch nicht viele Fahrer im Moment in Russland, die schnell sind und die gleichzeitig noch genug Unterstützung bekommen. Ist halt so. Es gibt die, die Hoffnungen nicht erfüllt haben. Ich werde die Namen nicht nennen, weil die Leute waren auch in meinem Team. Und da habe ich tiefsten Respekt vor diesen Piloten. Es gibt aber andere Piloten, die jetzt in die WM aufgestiegen sind und bekommen sehr starke Unterstützung. Das ist der Wladimir Leonov zum Beispiel. Der saß zum ersten Mal auf Straßenmotorrad in meinem Team und wurde in meinem Team aufgebaut, trainiert. Und das, was er erreicht hat, hat er bei uns gelernt. Und jetzt ist er in der WM und kriegt große Unterstützung. Andere Piloten, die auf diesem Niveau, wie, sage ich mal, Jaroslav, fahren können, deutsche Meisterschaft, gibt im Moment in Russland nicht. Halt mal sehen, wie sich weiterentwickelt, wenn die Strecke da ist und wenn die Möglichkeit haben, da zu fahren. Okay, aber ich dachte, das hat sich vielleicht noch bei der Frage, die wir gerade gehört haben, vielleicht noch angeschlossen. So, jetzt bist du dran. Also ich wollte fragen für alle, wenn ihr schon nicht so, also wenn ihr alt seid, wollt ihr vielleicht auch noch Motorrad fahren? Ich muss den Papa. Ja, die Motorrad, das ist wie eine Droge. Ja? Wenn machst du einmal, das ist für ganze Leben. Aber dann mit Trike, oder? Ich habe zum Beispiel nie ein Motorrad irgendwann in meinem Leben gesehen. Meine Struktur ist so, wie ist. Aber ich liebe die Atmosphäre und deswegen bin ich dabei, zum Beispiel, meine Fall. Also, das geht wirklich, in diesem Rennsport geht es sehr viel um Sympathien und gute Laune und es ist nicht nur Geschäft oder gar kein Geschäft, sage ich mal. Geschäft ist das Sekundäre in diesem Renn-Motorradsport-Niveau. Es geht eher darum, Sympathien zu bekommen und mit keinem Piloten haben wir irgendwie, wir haben niemanden gesucht, uns hat niemand gesucht, das entwickelt sich von selbst, einfach. Man weiß schon, ich glaube, mit Jaroslav wussten wir schon beim ersten Lauf, dass wir nächstes Jahr zusammenarbeiten. Ist halt so. Man guckt die Leute einfach an und weiß schon, hier arbeite ich weiter in diese Richtung. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber ja. Ich denke, wir werden dann das, also die Piloten werden das schon noch länger machen. Mal vielleicht von mir noch so eine eingeworfene Frage. Also wir haben jetzt über das Team viel gesprochen. Aber über die Serie an sich, in der wir ja nun aktiv sind, relativ wenig. Es sind fast genauso viele Starter wie im letzten Jahr, nicht ganz so viele, aber wenn ich mir die Starterlisten so durchgucke, finde ich schon, dass das Niveau gestiegen ist. Also gerade in der Supersportklasse. Wie seht ihr das, also Micha zum Beispiel oder Thomas, wenn du das zumindest mitverfolgst? Du hast es ja zumindest mitverfolgt oder ihr habt es beide mitverfolgt. Was das Niveau der Fahrer angeht, ganz klar, ist die Sache schon ein hohes Niveau in der IDM zu fahren. Ja, also ich denke auch, gibt es vielleicht hier und da ein paar Schwächen, also eklatante Schwächen vom sportlichen Niveau her, aber sicherlich eine der reizvollsten Serien überhaupt, die man national fahren kann, beziehungsweise international erfahren kann. Haben sich jetzt vielleicht noch Fragen ergeben? Ansonsten, André, schauen wir auf die Uhr. Gibt es schon Essen? Immer noch nicht. Gut. Wir können ein bisschen warten oder wir können essen. Okay, also dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen mehr anstehen, dann wünsche ich Ihnen, euch auf jeden Fall noch einen richtig schönen Abend hier in Düsseldorf im Hotel Nico. Interessante Gespräche, ja, und dann natürlich hoffentlich viele, viele Besuche auf den Rennstrecken und immer Daumen drücken. Ja, also nochmal der Hinweis, ich soll es mal sagen, die CDs und DVDs einfach uns ansprechen, dann gibt es noch so eine mit, wer eine braucht und ansonsten, ja, machen wir jetzt noch ein Foto, jeder, der noch irgendwie ein Foto braucht, ein Teamfoto oder welche Fotos auch immer, dann jetzt Bescheid sagen und ich würde sagen, einfach mal hier vorkommen, dann können wir das nämlich direkt noch hier im Anschluss abhandeln und dann gibt es irgendwann Essen. So,
damit, das war das Schlusswort und wir sehen uns.